Körperschützer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute schauen wir ins große Blatt. Was ist wichtig gerade für dich? Was musst du wissen? Was will uns das Universum hier mitteilen? Möchtest du dennoch eine private Legung? Kontaktiere mich sehr gerne. Wir finden zeitnah einen Termin. Meine E-Mail-Adresse ist unter diesem Video hinterlegt. Des Weiteren würde ich mich wirklich sehr über ein kostenloses Abo freuen, ja, damit du kein Video mehr verpasst oder gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Genau, also falls du auch auf ein bestimmtes Thema hier hoffst oder darauf wartest, ja, und das sich hier nicht zeigt, lieber Schütze, dann ja, kann ich dich beruhigen. Heißt das nicht, dass es nicht wahr wird, ja, oder dass es nicht auf dich zukommt. So, wir fangen jetzt mal an. Liebes Universum, bitte eine Orakelkarte für den Schützen. Ja, was ist jetzt gerade wichtig? Die wollen sich hier gerade gar nicht mischen. Ja, da haben wir sie schon. Ja, lass die Vergangenheit ruhen, lieber Schütze. Ja, lass die Vergangenheit ruhen. Interessant, was auch immer in deiner Vergangenheit passiert ist. So, jetzt noch mal eine Lenormand-Karte für den Schützen. Okay. Ja, da haben wir den Weg auch ganz klassisch, ja. Entweder hast du dich jetzt schon für einen Weg entschieden, ja, oder du stehst gerade hier vor einer Entscheidung, ja, und musst hier wählen, ja, gehe ich links oder gehe ich rechts, ja, welchen Pfad wähle ich, ja, also entweder standest du vor einer Entscheidung, ja, und musst jetzt die Vergangenheit ruhen lassen, oder du stehst kurz davor. Interessant. Jetzt legen wir das große Blatt aus, lieber Schütze. Universum, was ist jetzt gerade wichtig? Okay. Der reiche gute Herr, ne? Steht immer für etwas Finanzielles, finanzielle Stabilität, ja, weil die Beschäftigung liegt auch daneben. Vielleicht hast du dich für einen neuen beruflichen Weg hier entschieden. Wow, das sind ja tolle Karten. 2, 4, 6, 8, 9. Eine Veränderung, ja, liegt hier tatsächlich gerade bei euch an, ja. Vielleicht war bisher oder habt gerade erfahren, dass irgendetwas vielleicht zum falschen Zeitpunkt passiert ist oder es war ein falscher Zeitpunkt für einen Neuanfang, aber ihr habt jetzt hier irgendeine Entscheidung oder ihr werdet hier irgendeine Entscheidung treffen, ja, die eine Veränderung ins Haus bringt. Hier ist das Haus, ja. Okay. So, was spiegelt sich hier wieder? Wir haben den reichen guten Herren, der steht für einen Herr, ja, bis zu 40 Jahren, kann der Partner, Bruder, Onkel etc., der Arbeitskollege, ja, wir schauen, also das kann das ganze Umfeld hier sein, im zwischenmenschlichen Bereich. Steht aber auch für gute Nachrichten, ist eine absolute Glückskarte, finanzielle Stabilität, ja, hatte ich ja bereits gesagt, und dass man hier eine gute Lösung findet, ja, und sie spiegelt sich mit den trüben Gedanken, also du hast vielleicht in Bezug auf die Finanzen, in Bezug auf irgendein Problem hier, deine Gedanken sind hier getrübt. Dann haben wir das Gefängnis und den guten Herren, ja, die sich hier, die Karten spiegeln sich. Es handelt sich hier um einen älteren Herren, einen machtvollen Herren. Er ist sehr autoritär, kann sich um den Vater handeln, aber auch um den Partner
und um den Kollegen, um den Chef, ja. Und so, dann fangen wir mal an. Hier hast du im Kopf, ja, irgendeinen Brief. Irgendwas hast du erfahren von außerhalb. Es muss sich nicht immer um wirklich ein Schriftstück handeln, ja, was hier per Post gekommen ist, sondern du hast hier irgendetwas erfahren, ja. Ich sehe hier aber das große Glück. Es kann sich hier um Personen handeln, die vielleicht eine weiße Uniform tragen. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, muss aber nicht, ja. Diese Karte, wenn sie sich hier zeigt, ja, zum Beispiel in dieser Reihe hier, dann ist es nochmal für mich eine Bestätigung, dass es genauso ist und nicht anders. Sie steht immer für Ordnung, ja, für eine Sache, die sich richtig entwickelt. Hier liegt die Ehestandskarte und die Arbeit, ja. Also es kann sich hier um ja, die Ehe handeln, um eine Partnerschaft, muss aber nicht. Da hier auch die Beschäftigung, ja, und der reiche gute Herr in Bezug oder in Bezug auf die Finanzen könnte das auch eher hindeuten. Das heißt einfach, die Ehestandskarte steht für das Zwischenmenschliche, zum Beispiel für den Chef, für dich oder für die Kollegen. Vielleicht bist du hier auch selbstständig, denn der reiche gute Herr, hatte ich nicht gesagt, steht auch für die Selbstständigkeit hier. Und ja, hier liegt nämlich auch das Gericht. Also du entscheidest dich hier für etwas, ja. Entschuldigung, etwas erkältet und die Stimme ist angeschlagen. Also du stehst hier vor irgendeiner Entscheidung oder ja, hast jetzt gerade entschieden, denn irgendwas hat hier wirklich sehr, denn hier liegt der lange Weg, hier hat etwas sehr lange gedauert, hat lange gebraucht. Vielleicht geht es auch um irgendeine Entfernung. Hier liegt aber die Todesfallkarte, ja. Also hier gibt es einen Cut, hier fängt etwas Neues für dich an, ja, etwas wird beendet, etwas Neues fängt an. Ich sehe hier aber das große Glück, auch in Bezug auf das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer steht immer für das Innere, für die Privatsphäre, für deine Gedanken, ja, auch vielleicht für das, ja, für das private Umfeld, ja. Und hier liegt die zu hohen Ehrenkommen-Karte. Sie liegt einfach dafür da, dass es vielleicht jetzt eine Beförderung gibt, ja, für Anerkennung. Also es ist eine absolut super Karte, Lohnerhöhung. Genau, das hatte ich ja gesagt. Und vielleicht, ja, vielleicht bekommst du jetzt durch deine Entscheidung auch eine höhere Position, ja. Hier liegt auch der Neuanfang. Ich kann hier aber auch sehen, dass ja, vielleicht in Bezug auf irgendeine Reise, ja, du hier Kummer hast, das stresst dich, oder in Bezug auf das Häusliche, vielleicht leidet aber auch hier die Partnerschaft darunter, denn hier liegt auch die männliche Hauptperson. Es muss aber sich nicht immer um die männliche handeln, ja, es muss man sich immer so drehen, auch vor allem als Zuschauer. Ja, hier liegt aber die Geschenkbekommen-Karte, ja, die Erwartung, etwas Langfristiges, guter Ausgang, Kommunikation, auch vielleicht mit einem älteren Herren oder auch mit dem reichen Mädchen hier, ganz unverhofft, ja. Ja, mir scheint es wirklich so, dass es hier, also hier steht eine Entscheidung an. Ich kann aber wirklich sehen, dass du ja, diese Veränderung hervorrufst, ja, und diese Veränderung beschert dir großes Glück, auch sei es in den Finanzen, in der Selbstständigkeit, ja. Dennoch kann ich hier irgendwas eher im häuslichen Bereich sehen, ja. Irgendwie, es kann auch wirklich sein, dass gerade jetzt irgendwas vielleicht noch nicht richtig läuft, ja. Bezug auch vielleicht auf eine Reise. Es ist ja immer sehr individuell. Ansonsten, wie gesagt, kontaktiert mich sehr gerne. Ich
versuche immer wirklich sehr schnell Termine zu finden, vielleicht auch noch am gleichen Tag. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe, ja, alles Gute, lasst die Vergangenheit ruhen und entscheidet euch für einen Weg, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal.